Natürlich Lausitz. Kirschbäume sind in der Lausitz eine weit verbreitete Baumart und haben eine lange Geschichte in der Region. Es gibt verschiedene Arten, darunter die Süßkirsche, die Sauerkirsche und die Vogelkirsche. Sie sind vor allem in Gärten, auf Streuobstwiesen und entlang von Feldern überall in der Region zu finden. Kirschen können je nach Art ein Alter von 30 bis 90 Jahren erreichen. Der Stamm ist meist glatt und graubraun gefärbt. Die Rinde ist bei jungen Bäumen relativ ebenmäßig, wird aber mit zunehmendem Alter rissiger. Schon in Bodennähe verzweigt sich die typisch rundliche Krone in mehrere Äste. Dabei werden Kirschbäume meist 10 bis 20 Meter hoch, im Einzelfall aber auch bis zu 30 Metern. Sie sind somit sehr vielfältige und langlebige Laubbäume in der Lausitz. In der Regel blühen Kirschen zwischen Ende März und Anfang Mai. Die Blütezeit selbst beträgt etwa 2 bis 3 Wochen, je nachdem wie warm und trocken es ist. Die Blüten erscheinen in zarten Rosa- und Weißtönen und verwandeln die Landschaft in ein wahres Blütenmeer. Im Juni und August hängen dann die ersten Früchte überall unter den ovalförmig zackigen Blättern. Die ersten Kirschbäume wurden in der Lausitz vermutlich von Mönchen aus dem Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau zu Zeiten des Mittelalters gepflanzt, die die Früchte für die Herstellung von Kompott, Marmelade und Likör nutzten. Auch heute sind die Früchte bei regionalen Obstbauern und natürlich auch im eigenen Garten sehr beliebt. Dabei werden die Kirschen zu verschiedenen Produkten verarbeitet, wie zum Beispiel Kuchen, Eis, Saft, Wein, Schnaps, Essig, Senf und Honig. Die Kirschbäume selbst sind auch ein Lebensraum für viele Vögel, Insekten und andere Tiere.